Kameradschaft. Die Wasser leiten uns, das Feuer befreit uns und das Licht führt uns nach Hause. Das ist euer Weg in die Stadt des Lichts. Schließt ihr eure Augen zum allerletzten Mal, fahrt ihr hinauf in das Licht, wie Funkenflug. Willkommen sind jene, die wie wahre Janrana leben. Die anderen, sie sollen diese Welt als wildes Getier durchstreifen, verglühte Seele. Hey, komm zurück! Kalani! Entschuldigung, könntest du mir helfen, dass... Oh, hey, du, ich brauche nur jemanden, der... Ist denn hier niemand, der mich verstehen kann? Ah. Guten Morgen. Wärst du so freundlich, mir zu helfen? Sprich mit Leuchtebollen. Danke. Es ist in einer Höhle, etwas weiter unten. Geh vor, ich folge dir. Erzähl ihm zu sprinten. Ich stecke hier schon ewig fest. Seit ich hier bin, wollte niemand mir helfen. Ist das zu glauben? Tja. Ich sollte in der Stadt des Lichts sein. Hast du davon gehört? Nö. Dorthin sollte der Geist eines wahren Janrana hinaufsteigen. Nach seinem Tod. Aber ich bin schon so lange in dieser Kuppel eingesperrt. Ich weiß nicht warum. Wahrscheinlich habe ich hier noch was zu erledigen. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass dieses Amulett damit zu tun hat. Welches Amulett? Na dann, komm, gehen wir mal. Written by Tobias Graf, Edwin McRae. Oder wie auch immer man den ausspricht. Programming Tobias Graf, Pascal Müller. War die Art Matthias Oberprieler. Produktion bei Sinica Compound. Audio Direction Will Morton. So, geben wir mal ein bisschen Gas hier. Musik Will Morton, John Broomhall und Dorian Biener. Sounddesign Jonathan Vernon, Daniel McLaren, Aurelia Moreau und den letzten habe ich nicht gelesen. Aber ihr seht das ja. Oh, bist du noch da? Das Leuchteding ist weg. Ah, da ist er. Na, dann komm mal mit. Da oben schwebt er. Also, ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, worum es geht. Wir schauen einfach mal. Auf jeden Fall sind wir, glaube ich, ein Wolf, nehme ich mal an. Hier, das ist es. Was ist es? Oh, ein Skelett.
Siehst du das Amulett? Kannst du es bewegen? Ah, vielen Dank. Lass mal sehen. Mein Janrana ist ganz schön eingerostet. Was steht da? Kalani. Nein, das war nicht mein Name. Vielleicht sind es gar nicht meine Überreste. Aber der Name kommt mir bekannt vor. Was? Das bist du. Das Amulett, das ist Kalani. Wolf, bist du... Es ist Zeit, dein lang ersehntes Licht zu erreichen. Diese verglühte Seele benötigt deine Hilfe. Lass dir hiervon auf deinem Weg helfen. Wolf, warst du das? Vielleicht. Warst du Kalani in deinem vorherigen Leben? Aber das muss ja bedeuten, dass du aus der Stadt des Lichts verbannt worden bist. Du bist die verglühte Seele. Vielleicht kann ich dir helfen, die Stadt des Lichts zu erreichen, wenn du mir hilfst. Ein wahrer Janrana-Geist und eine verglühte Seele. Seite an Seite. Rufe Begleiter. Ich erinnere mich nur bruchstückhaft. Aber zusammen werden wir sicherlich den richtigen Weg finden. Du hast ein Relikt gefunden. Amulett 1 von 77. Tja. Also ich nehme mal an, dass wir das hier waren. Also wir waren dieser Kalani, die man ganz am Anfang gesehen hat. Beziehungsweise sind es vielleicht immer noch. So, wo wollen wir denn hin? Wir können da lang. Okay, war da auch lang? Nee, da ist es zu. Okay. Dann würde ich sagen, nehmen wir den einzigen Weg, den es gibt. Ich glaube, der ist hier runtergefallen, ne? Versuchen wir mal rauszufinden, wer wir sind, ob wir wirklich Kalani gewesen sind und vor allem, was das alles überhaupt zu bedeuten hat. Wir müssen dich da rüberbringen, wenn wir das zusammen durchstehen sollen. Mal sehen, ob ich dir irgendwie helfen kann. Jetzt bin ich gespannt. Ach, da schau mal einer an. Ich habe nur die beiden hier gefunden. Wolf, dein Mal, sieh. Konzentrieren. Was passiert hier? Wolf. Wie hast du das gemacht? Woher soll ich das wissen? Auf jeden Fall geht's. Du bist ein Seelenwanderer. Tja, was du gerade getan hast, nennt man Seelenwanderung. Ja, das hast laut den Legenden der Janrana gibt es die, die halb im Licht und halb in dieser Welt existieren. Vielleicht sollte dir der Eintritt in die Stadt des Lichts gar nicht verwehrt sein. Wir sollten mehr über dich in Erfahrung bringen. Komm schon. Ja, gleich. Erstmal untersuchen wir hier. Ein Pilz gefunden.
Geh zum. Welche Taste war das? Pilze. Gesprenkelte Krone. Modebewusst, aber giftig. Ein spezielles Janrana-Rezept machte daraus eine mächtige Brühe. Verbessert mit etwas Ziegenmilch gab es dir die Kraft, auch die schwersten Tage durchzustehen. Alter. Okay, das gibt hier einiges zu tun. Mal gucken, was das Amulett sagt. Ein traditionelles Yandrana-Amulett. Kinder bekamen ihr erstes Amulett in einer Initiierungszeremonie, in dem sie willkommen geheißen wurden in die Gesellschaft der Yandrana. Alter, da gibt's auch noch 77 davon. Es könnte wohl eine Weile dauern. So, wo müssen wir jetzt hin? Ich glaube da. Ist noch ein Pilz? So ein bisschen. Also es ist irgendwie interessant, aber ich bin mir auch nicht sicher, ob das was wird. Wir schauen mal. Kleine Albernheiten. Drücke links, unten, rechts, ab und an. Einige Tiere haben komplett kleine, nutzlose Dinge, die sie tun können, wie zum Beispiel Beeren essen, hinlegen oder nach Nahrung tauchen. Komplett kleine, nutzlose... Okay. Okay, der kann. Also kann ich jetzt einfach. Ich verstehe zwar nicht, wozu das gut sein soll, aber ich mache jetzt einfach mal weiter. Sich einfach mal vollfressen hier. Alter, der wird ja richtig fett. Ah, hier ist noch eine. Also, es hieß ja, sei nutzlos, also machen wir das mal nicht weiter. Nee, da will ich nicht runter. Kann ich eigentlich auch wieder mich zurückverwandeln, oder geht das nicht? Ne, passiert nichts, wenn ich den Knopf drücke. Okay, dann muss ich wohl so weiterfliegen. Fliegen, sag ich schon. Laufen. Da wären. So, was kommt jetzt? Oh, schön. Ist das da oben die Stadt des Lichts? Moon Eyes. Lost Amber. Licht und Dunkelheit. Du kannst jederzeit zu Volk zurückkehren. Wir nähern uns der Kuppel, die mich hier hält. Ich kann diesen Ort seit einer Ewigkeit nicht verlassen. Aber vielleicht findest du eine Möglichkeit. Tja, da muss ich jetzt erstmal schauen. Also, die Grafik ist simpel gehalten, aber es sieht cool aus. Die Wolke da sieht aus wie ein Drachenkopf. Irgendwie so etwas Ähnliches zumindest. Da hinten brennt irgendwas anscheinend. Da oben ist eine City. Finde. Gucken, kann ich hier hoch irgendwie? Schauen wir mal, was hier ist.
Irgendwie ist das cool. Ah, schön. Ich lasse einfach mal die Musik ein bisschen wirken. Siehst du das? Ist das ein Feuer? Sehen wir uns das an. Auf geht's. Zerbrochener Hammer. So, jetzt schauen wir uns mal das Feuer an. Sieht nicht aus wie ein Feuer. Was ist das? Ich glaube, wir sehen die Vergangenheit. Wolf, machst du das? Ja. Siehst du die Amulette? Das sind Janrana, unser Volk. Kinder des Herrschers. Was glaubst du, wo sie hin wollten? Oh nein, Banditen. Moment, das ist Kalani. Wolf, da ist sie. Ich meine... Da bist du wieder. Also warst du ein Bandit? Das hier könnte einer der Gründe sein, warum du nicht in der Stadt des Lichts gelandet bist. Wenn wir mehr über dich erfahren... Bin ich mir sicher, dass ich dir hier raushelfen kann? Was? Wie ist das passiert? War das die Erinnerung? Wolf, meinst du, das heißt, ich darf gehen? Los, versuchen wir's. Warte einen Moment, ich will das erstmal noch ansehen. Nicht erneut. So, wollen wir doch mal sehen. Du hast es geschafft. Ich bin frei. Wolf, ich bin frei. Schön für dich. Jetzt kann ich dir helfen, den Weg zur Stadt des Lichts zu finden. Komm. Lass uns gehen, kleiner... Lichtkugel-Dings. Mal gucken, was kann der denn eigentlich noch so? Ah, der kann schlafen. Sonst nichts anscheinend. So, dann wollen wir doch mal... Ah, sah gerade noch irgendwas Spezielles aus. Das war nichts. Die Musik ist so schön. Friedlich. Ah, schön. Ah, Rollen.
Ich nehme mal an, das soll einen Zweck erfüllen, dass ich hier... Ah, da soll ich durch. Cool. Fünf Berg hochrollen geht natürlich nicht so gut, aber ich sehe nichts mehr. Ich finde das cool. Ach, das ist schön. Geht's hier weiter? Sieh mal, das sind wohl wieder die Banditen. Mit dem geplünderten Gut. Ach, Kilari, was hast du getan? Kleiner Schlingel, du. Was ist denn hier oben noch? Okay, nichts. Also, dann gehen wir doch mal weiter nach oben. Hui! Das ist anscheinend darunter geworfen worden. Ich nehme mal an, ich soll darunter. Okay, jetzt bin ich wohl. Okay, wollen wir doch mal sehen. Was soll ich hier? Jetzt bin ich einfach eine Ente. Okay, hier kann ich wieder hoch. Ich weiß zwar noch nicht, was es bringt, aber ich mach's einfach mal. Ah, guck mal, da ist die nächste Barriere. Ich muss hier wahrscheinlich auch wieder irgendwas finden. Da, die Kuppel, die mich festgehalten hat. Sie ist nicht verschwunden. Sie ist nur größer geworden. Ich kann nicht durch, bis wir sie brechen, Wolf. Und wie haben wir das zuvor gemacht? Ganz einfach, wir sind zu diesem Leuchtefackelding da hinten gegangen und haben dann den Weg gefunden. Und das machen wir jetzt einfach nochmal. In erhöhten Startposition. Jetzt fliegen wir einfach gemütlich darüber.
kurzer Zwischenstopp. Mal sehen, hat sie irgendwas anderes, was vielleicht interessant. Oh! Okay. Ich glaube, das will ich mir doch als Wolf mal ansehen. Dem kann ich sowieso ein bisschen schneller rennen. Oh. Sie haben den Fluss als Transportmittel für die gestohlenen Fässer benutzt. Aber mit welchem Ziel? Ach schön, sogar schwimmen kann er. Okay. Da jetzt wir wissen, dass die da mit dem Fluss hier was gemacht haben. Okay, der Weg führt zur Barriere. Dann muss ich da hinten aber lang. So, schauen wir mal, was wir hier zu empfinden. Okay, hier geht's rüber. Das Banditenlager. Hast du hier gelebt? Möglicherweise. Anscheinend warst du ihr Anführer. Dann ist jetzt aber die Frage, was ist passiert? Und wer ist das? Der Name auf ihrem Amulett, da steht Wayla. Schwester? Freundin? Mutter? Tochter? Siehst du? So schlimm warst du gar nicht. Du hast dich um sie gekümmert. Ich bin mir sicher, dir kann noch vergeben werden. Hast du das gehört? Das hat wohl geklappt, Wolf. Komm schon, auf zur Kuppel. Weitere Erinnerungsfetzen hieß es. Soll hier irgendwo noch etwas sein? Okay. Ich nehme mal an, dass es das war. Oder ist hier noch irgendwo was? Nö. Also gut, auf zur Kuppel. Du hast es geschafft. Ein Kolibri.